Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu unseren IAA-News. Wir berichten direkt von der Frankfurter Messe. Mein Name ist Anja Nowak. Neuer Toyota Avensis feiert Weltpremiere. Toyota zeigt auf der IAA 2011 seinen neuen Avensis. Die neue Front hat nun geschwungenere, in den Ecken spitz zulaufende Scheinwerfer, in die nun serienmäßig Tagfahrleuchten integriert sind. Der untere trapezförmige Kühlergrill ist breiter und zieht sich weiter nach oben. Ausstattungsunabhängig gehören bei allen Toyota Avensis ESP und Bremsassistent sowie die elektronische Bremskraftverteilung zur Serie. Optional erhältlich sind Pre-Crash Safety, Tempomat, Spurhalteassistent, Spurwechselwarner und Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht. Statt bisher 6 Motorisierungen stehen für den neuen Avensis nun noch 3 Diesel und 2 Benziner zur Auswahl. Alle Motorisierungen sind mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe ausgestattet. Zu Preisen und Markteinführung machte Toyota noch keine Angaben. Conti zeigt virtuellen Autoschlüssel. Autofahrer sollen künftig ihr Fahrzeug mit dem Handy öffnen und starten können. Dafür entwickelt der Automobilzulieferer Continental einen im Mobiltelefon integrierten virtuellen Autoschlüssel. Die Basis dafür bildet die Near Field Communication Technology, kurz NFC, die über sehr kurze Distanzen verschlüsselte Daten mit einem Sender berührungslos an ein Empfangsgerät überträgt. Der Autozulieferer arbeitet hierbei unter anderem mit der Deutschen Telekom zusammen. Einsatzmöglichkeiten für den elektronischen Autoschlüssel sehen die Entwickler zunächst im Carsharing und bei Mietwagendiensten. Hier kann die persönliche Schlüsselübergabe entfallen, weil das Handy über eine verschlüsselte Datenverbindung den elektronischen Autoschlüssel direkt auf die SIM-Karte des Mobiltelefons überträgt, gemeinsam mit dem genauen Standort und dem Kennzeichen des Fahrzeugs. Der virtuelle Schlüssel enthält außerdem alle benutzerdefinierten Fahrzeugeinstellungen des Fahrers. Beim Einsteigen vernetzt sich der Autoschlüssel mit den verschiedenen Fahrzeugsystemen und alle persönlichen Präferenzen stellen sich automatisch ein. Ford zeigt Studie EVOS. Einen Blick in die Zukunft wagt Ford mit seinem EVOS-Konzept. Der als Plug-in-Hybrid ausgelegte Viersitzer mit 4 Flügeltüren soll den Weg im Design ebenso aufzeigen wie neue technische Lösungen. Der EVOS-Konzept zeigt die Plug-in-Hybrid-Technologie von Ford, wie sie auch für den neuen C-Max Energy vorgesehen ist, der 2013 auf den europäischen Markt kommt. Dabei hat der Betrieb im elektrischen Antriebsmodus Priorität, bevor die Hybridtechnologie zugeschaltet wird, um den Füllungsgrad der Lithium-Ionen-Batterie zu sichern und die Reichweite zu verlängern. Der EVOS ist trotz seiner dynamischen Form in der Kompaktklasse zu Hause. Bei einer Länge von 4,50 Meter ist er lediglich 1,36 Meter hoch, aber 1,97 Meter breit. Ausgelegt ist das Konzeptfahrzeug auch auf vielfältige Einbindung des Autos in die persönliche Datenwelt des Fahrers. Das Fahrzeug erkennt zudem seinen Nutzer und passt sich selbsttätig dessen Vorlieben an, vom Fahrwerkshandling und dem Ansprechverhalten der Lenkung bis hin zur Leistungscharakteristik des Motors. Leichtbaukardanwelle von IFA Rotorion. Mit seiner Ultralight-Prop kündigt die IFA Rotorion-Gruppe aus Haldensleben die leichteste Kardanwelle der Welt an. Sie bringt nur knapp 2 Kilogramm und damit nur rund 1/6 des Gewichts einer herkömmlichen Stahlkurbelwelle auf die Waage. Die Leichtbau-Kardanwelle ist eine von 3 Weltpremieren, mit der IFA Rotorion sich auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt präsentiert. Eine weitere Neuentwicklung ist die Öko-Kardanwelle Biopop aus nachwachsenden Rohstoffen, die bereits nach kurzer Zeit auf der IAA für Furore sorgte.
Sehr überrascht hat uns die Resonanz auf die Bioprop aus Hanf. Das war wirklich, auch gleich nach unserer Pressemitteilung, war nahezu jeder OEM interessiert, das für irgendein Fahrzeug auszuprobieren. Und wir sehen in dieser Sache keine Massenzukunft, aber ein schönes Nischenprodukt. Mazda mit neuem Crossover-SUV. Der japanische Autohersteller Mazda feiert in Frankfurt die Weltpremiere des CX-5. Das kompakte Crossover-SUV ist das erste Fahrzeug der Marke, das auf dem Skyactiv-Konzept beruht. Dieses bündelt eine Reihe von konstruktiven Maßnahmen zur Verbrauchseffizienz. Dazu zählen neue Motoren, Getriebe, ein neues Fahrwerk sowie eine neue Karosseriestruktur. Für den CX-5 stehen drei Motorisierungen zur Auswahl. Ein in zwei Leistungsstufen erhältlicher 2,2 Liter Dieselmotor mit zweistufigen Turbolader und 150 oder 175 PS. Und ein 2,0 Liter Benziner mit 165 PS. Beide Triebwerke arbeiten mit einem bislang bei Serienfahrzeugen unerreichten Verdichtungsverhältnis von 14 zu 1. Die Triebwerke sind jeweils mit dem neuen 6-Stufen-Automatikgetriebe oder dem ebenfalls neuen 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich. Für ein hohes Sicherheitsniveau sorgen der prämierte Spurenwechselassistent RVM sowie neue Sicherheitssysteme wie City-Notbremsassistent, Fernlichtassistent und Spurhalteassistent. Der Mazda CX-5 kommt im Frühjahr 2012 auf den Markt. Preise gab der Hersteller noch nicht bekannt. Das waren die IAA-News für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.